Tante und ist sie ist voll krank und er ist jetzt im Krankenhaus. Wir wollen ihn besuchen und ihm ein paar Süßigkeiten mitbringen, aber steht ein Wachmann und er lässt uns nicht rein. Wir suchen also nach Möglichkeiten, wie wir ihn Süßigkeiten ins Krankenhaus schmuggeln können und dass uns der Krankenhauswachmann dabei nicht bemerkt. Wir beginnen also mit dem Weg Nummer 1. Zuerst brauchen wir Jacken und wir ziehen sie an. Und was machen wir jetzt das? Wir legen Chips und Marshmallows genau hier rein. Mach bitte ein bisschen auf und kleben die rein. Großartig. Mach jetzt den Reißverschluss zu. Toll ist das. Und jetzt legen wir noch Coca-Cola auf die Schultern. Sieh mal, genau hier. So rein kommt das hier. Okay. Und hier zum Beispiel so. Sieht aus, als hättest du echt stramme Schultern, Mann. Natürlich sind meine Schultern so. Und ich hab so einen Bauch hier, Mann. Und Popcorn kommt auch nur auf den Bauch. Also komm her. Und so, und so, und so. Und jetzt mal die Jacke zu. Jetzt können wir reingehen. Los geht's. So, lass uns gehen. Wohin geht ihr? Wohin? Wir gehen nur unseren kleinen Bruder besuchen, wirklich. Ja, das stimmt. Wisst ihr, dass Süßigkeiten verboten sind? Ja, natürlich wissen wir das, ja. Ja, wir haben nichts dabei. Okay, kommt rein. Erst weg, Simon. Ja, geh rein, komm. Oh, Stas, Simon, seid ihr das? Hey, Odyssee, schau mal, was sie dir mitgebracht haben, Kleiner. Ihr habt hier Süßigkeiten mitgebracht, Odyssee. Oh, Leute, das ist aber verboten. Wie habt ihr das geschafft? Ganz einfach, Odyssee. Wir sind doch die L Army, ja! Oh, das ist großartig. Bravo, Stas, es hat geklappt. Bravo, Limon. Und was machen wir mit den Süßigkeiten? Ich denke, ich habe eine Idee. Schau. Also, ein Handwerker ist gekommen, um Glühbirnen zu wechseln. Sieh mal, was der für eine fette Kiste hat. Was meinst du, Meister? Gehst du dort oben nach Süßigkeiten suchen? Schau her. Ich habe hier oben Werkzeuge und hier unten können wir ordentlich viele Süßigkeiten verstecken. Bravo, Limon. Du bist wirklich schlau. Ich weiß. Und wir können auch Süßigkeiten in den Helm verstecken. Worauf warten wir noch? Pack alles rein. Los, füll es auf. Und das hier. Ich denke, das sollte genug sein. Und jetzt machen wir das zu. Perfekt, Leute. Und jetzt packen wir noch etwas in den Helm. So, mal schauen, ob die Gummibärchen da reinpassen. Da rein, genau. So, und jetzt bin ich bereit, Mann. Los, Simon. Viel Glück für uns. Mal sehen, was wir mit den Sicherheitsmann machen. Ja, komm, lass uns gehen. Guten Abend. Halt! Wohin gehen Sie? Ich bin Elektriker. Ich habe hier etwas zu tun. Ich wurde ins Zimmer gerufen. Glaub mir. Keiner hat mir gesagt, dass ein Elektriker kommen soll. Nun, ich weiß nicht. Das ist Ihr Problem. Ich habe einen Job zu erledigen und ich muss ihn erledigen. Leider kann ich Sie nicht durchlassen. Okay, aber wenn einer kranken Person etwas passiert, weil es kein Licht gibt, dann bist du dran schuld. Nein, ich will nicht schuldig sein. Aber ich muss sehen, was Sie dort haben. Ja, kein Problem. Sehen Sie hier, bitte. Hier. Ich sehe, es sind Werkzeuge. Kommen Sie rein. Großartig. Ich danke Ihnen. Oh, ich habe einen sehr schwierigen Job. Odyssee, hallo. Wer sind Sie her? Ich bin's, Timon. Ich habe dir ein paar Süßigkeiten mitgebracht. Wow, Timon, du bist sehr schlau. Ich habe dir deine Lieblingsweingummis mitgebracht. Schau mal, sie sind hier im Helm. Das sind meine Lieblings. Vielen Dank. Gib sie mir schneller. Wow, schaut mal. Oh Mann, ich bin der coolste, hast du verstanden, es hat geklappt. Hey Stas, warum bist du so scheiße verkleidet? Weil ich, Timon, eine Putzfrau bin. Okay, na klar. Wie ihr verstanden habt, habe ich statt eines Mopses Gummiwürmer. Okay, Stas, viel Glück dir. Easy peasy. Oh, die Hälfte derjenigen, die uns anschaut, hat uns noch nicht abonniert. Warum ist das so? Das ist nicht richtig. Abonniert unseren Kanal. Auf diese Weise könnt ihr uns unterstützen und ihr werdet immer die Ersten sein, die unsere coolen Videos sehen. Guten Stop. Tag. Ich muss da durch, um zu reinigen. Reinigen? Womit? Ich habe einen Mob hier. Ich habe den Auftrag, darin aufzuräumen. Ist das ein Mob? Zuerst sehe ich so kleinen. Warum riecht es so gut? Weil ich diesen Geruch hinzugefügt habe, damit der Raum gut riecht. Sind Sie sicher? Warum habe ich Lust, das zu beiden? Nein! Das ist aber süß! Das ist hier verboten! Das wissen Sie doch! Gehen Sie weg! Sofort! Entschuldigung! Raus! Kumpel! Das hat nicht geklappt!
rücklich mal, du kleiner Scheißer. Ich bin ein harter Boxer, Mann. Timon, bist du noch okay? Warum hast du mich geschlagen? Oh, ich bin ein Boxer, das siehst du doch. Bang, bang. Ein Boxer hat nichts mit dem zu tun, was wir heute gemacht haben. Schau mal, Bruder, ich stecke die Süßigkeiten direkt in die Handschuhe. Voll krass. Hm, ob's klappt? Komm, wir versuchen es einfach. Ja, komm, machen wir es. Komm, steck alles da rein. Sehr gut. Und jetzt werde ich sie anziehen. Komm, und jetzt zieh ich sie an. Sehr gut, Mann. Sieht doch gut aus. So, Junge. Interessant, wie du mit den Boxhandschuhen da reinkommen wirst. Mach dir mal keine Sorgen. Wenn der Wachmann mich nicht reinlässt, werde ich ihm das Leben schwer machen. Okay, Niemann. Viel Glück. Mehr kann ich nicht wünschen. Bang. Schlagen Sie mich nicht, denn bin das, ich bin das. Denn ich bin ein Profiboxer. Und was wollen Sie? Und ich will jetzt ins Zimmer gehen, Mann. Klar, kommen Sie rein, aber ohne Süßigkeiten. Ohne Süßigkeiten, hab ich dir doch gesagt, Mann. Nichts mit Süßigkeiten. Einfach schlagen Sie mich nicht, kommen Sie rein. Okay, ich mütze. Ich habe keine Süßigkeiten. Also geht's doch weiter. Kommen Sie rein. Und ist sie? Komm, zieh meine Handschuhe aus, Mann. Wow, wie schön! Und hier ist auch noch etwas drin, Lollipops! Oh, Chupa Chups, danke Simon! Gern geschehen, Odyssey, bitte sehr! Easy peasy, lemon squeezy, das war richtig leicht gewesen! Simon, du siehst gleich, wie alles easy peasy klappt! Was ist das? Denkst du, das ist Karneval oder so? Simon, wenn er mich so sieht, wird er Angst haben! Er wird richtig Angst haben! Was ist das? Machst du Witze? Das ist nicht mein echtes Schwert, Mann! Das spielt keine Rolle, Simon! Wichtig ist, dass ich ihn erschrecke! Und für den Anfang lege ich die Süßigkeiten hier rein! Und hier... So, ich nehme noch ein Snickers und lege das auf das Schwert. Na gut, dann geh damit. Viel Glück, Mann. Setz mir ein Like als Glücksbringer. Gut gemacht, Mann. Au, erschreckt, 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 sehr stark. Ich hab nicht verstanden. Lachst du mich aus, oder was? Sir, Halloween ist vorbei. Was machen Sie hier? Ich bin ein Spartaner und ich will hier rein. Okay, Sie können reingehen, aber Sie dürfen keine Süßigkeiten haben. Gut gemacht also. Lass mich da rein. Halt, halt. Was ist denn hier? Mann! Das ist es nicht. Ich werde sehen, ich werde sehen. Also, was ist drin? Komm schon, geh weg. Sofort, du Kopf. 1, 2, 3. Ich hab's nicht geschafft. Du erbärmlicher kleiner Wurm, war klar, dass du versagst. Lass mich in Ruhe, Simon. Warum bist du so angezogen? Schau mal, was ich hier habe. Das sind meine Medaillen. Wow. Und das sind meine Schulterstücke, Mann. Simon, da bin ich mir nicht sicher, ob es klappt, aber viel Glück. Danke. Yeah. Worüber lachst du nur, du kleiner Wurm? 1, 2, 3, steh stramm und nimm Haltung an. Sehr gut, jetzt lass mich durchgehen. Kommen Sie bitte, nur ohne Süßigkeiten, okay? Was, willst du mich verarschen? Ich verteidige dein Land und du sagst mir ohne Süßigkeiten? Autsch, tut mir leid, Entschuldigung. Kommen Sie bitte herein. Wegtreten. Achtung, standstehen. Jawohl, jawohl, Commander. Hier, ich hab dir Schokolade mitgebracht. Großartig, herzlichen, herzlichen Dank. Mach dir keine Sorgen, ich hab dir viele Geschenke mitgebracht. Uhu, du bist der beste Dämon. Ich weiß, danke, wegtreten. Köstlich. Guten Abend. Hast du geschafft? Natürlich habe ich es, ich bin auch der coolste Mann. Gut gemacht, Dämon, ich bin stolz auf dich, Junge. Danke, und wie willst du da reinkommen? Und ich öffne meine Aktentasche. So geht das. Und nehme Geld raus und lege da Chips und Schokoriegel rein. Süßigkeiten. Und oben lege ich noch Kohle. Und so, damit man die Süßigkeiten nicht sieht. Ja, das ist eine echt fette Idee. Bravo, bravo, Mann. So, Alter, ich muss los. Komm, komm, geh schon, viel Glück, geh schon. Halt, halt, halt. Sir, wer sind Sie? Hm? Es ist besser für dich, nicht zu wissen, wer ich bin. Dann schläfst du auch besser. Na gut, kommen Sie herein. Was haben Sie denn da? Bist du sicher, dass du sehen willst, was da drin ist? Ja, ich bin sicher, denn es ist verboten, Süßigkeiten in unserem Krankenhaus mitzubringen. Okay, du wolltest es selbst. Ich habe nichts gesehen. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, gut gemacht. Leute, das ist ein sehr gefährlicher Kerl. Sehr gefährlicher. Hey, Odyssey, ich bin da. Wow, Stas, bist du das? Ja, was glaubst du, wer das noch ist? Papa Stas, der Mafiosi, Pupiosi. Schau mal, was ich hier habe, Junge. Wow. Was ist da drin? Geld. Lass das Geld, Odyssey. Und hier sind für dich ein paar Gummispaghettis, Junge. Wow, super. Hier,
Nimm, kannst haben. Du kannst alles haben, mein Bruder. Danke dir vielmals. Easy peasy, lemon squeezy. Was ist das? Und ich habe noch eine viel bessere Idee. Ja, komm schon, Iman. Ich nehme all diese Süßigkeiten und packe sie in eine riesige Kiste. Und dann sage ich, dass es die Bestellung von einem Kunden ist. Iman, das ist, das ist extrem. Ich weiß. Komm schon, hilf mir dabei. Großartig. Mal das Päckchen zum Kunden, Mann. Das ist die verrückteste Idee von allen. Interessant, oh, aber es klappt, oder was? Ja, mal schauen. Wow. Halt. Ich habe eine Bestellung für Odyssey. Ist er da? Ja, und was haben Sie da drin? Weil wir im Krankenhaus keine Süßigkeiten erlauben. Ich weiß nicht, was da drin ist. Es ist ein Auftrag und ich muss ihn ausführen. Warum öffnen wir ihn nicht? Was ist drin? Nein. Das dürfen wir nicht. Dafür kann man verklagt werden, wenn man so etwas macht, Alter. Nein, ich will nicht ins Gefängnis gehen. Kommen Sie rein. Also Leute, ich fahre jetzt in den Urlaub. Der hat mich sehr, sehr müde gemacht. Bald kommt eine neue Nanny und sie wird sich die ganze Woche um euch kümmern. Ciao. Als ob es uns egal wäre, dass er geht, Freunde. Ja, Alter. Wir hatten bereits eine Nanny-Soldatin, eine Nanny-Hexe. Als ob es das interessiert, Alter. Ich frag mich wirklich, wen wir diesmal bekommen. Es spielt keine Rolle, was das Kindermädchen sein wird. Wer auch immer sie ist, wir werden ihr auf die Nerven gehen, okay? Alles klar, wir werden das Haus zerstören. Ja, und wir werden alle auf uns allein gestellt sein. Oh, perfekt. Also können wir alles machen, was wir wollen. 20 Minuten. Later. Also Leute, um das Kindermädchen bestmöglich zu begrüßen, machen wir einen kleinen Streich. Also schaut zu Leute, das wird gut werden. Wir werden diese kleinen Kugeln hier zerstreuen, damit das Kindermädchen, wenn es hereinkommt, ausrutscht und sich voll hinmault, Alter. Stell dich das vor. Und dann, wenn sie schon hingefallen ist, wird sie versuchen aufzustehen. Und sie will sich an diesen Seil festhalten. Wenn sie danach greift und daran zieht, ergießt sich einen ganzen Eimer Kakao auf sie, Alter. Stell dich das vor. Und dann, wenn sie einen Kakao gebadet hat und nichts sieht, wird sie sich etwas schnappen und aufstehen wollen. Yeah. Und es wird wahrscheinlich diesen Knopf drücken hier. Ganz aus Versehen wird sie darauf drücken. Und dann geht der Ventilator an und ihr werden diese ganzen Federn direkt ins Gesicht fliegen. Das wird sehr lustig. Es wird sehr cool. Ich kann es kaum erwarten, bis sie kommt, Jungs. Hä? Was los? Simon, du bist echt der Klügste von uns. Richtig. Jetzt warten wir also auf die Nanny. Alles klar, lass uns warten. Ja, los, Jungs, los. 1 hour later. Simon, hörst du das Kindermädchen kommen? Gießen wir Kakao hinein. Alles klar. Öffnen und reingießen. Komm, Alter, ja, schnell. Ja, hier, nimm das. Leute, das machen wir, damit sie ausrutscht. Dimon, die Falle ist bereit. Mach dich bereit, Alter, los. So, jetzt müssen wir noch die Kugeln auf den Boden legen. Damit sie ausrutscht, alles klar? Ja, los. Wir brauchen noch mehr davon. Komm, damit sie ausrutscht, Alter, damit sie hinfällt. Ja, Dimon, was für ein Streich. Wir lachen so viel, Alter, und danach lachen wir noch mehr. Die Nanny geht bestimmt wieder weg. Ja. Mal sehen, Odysseus, jetzt geht's los, Alter. Bist du bereit? Es ist offen, komm rein! Bravo, Jungs. Wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Wir werden die ganze Woche zusammen sein. Oh mein Gott. Leute, was war das, Alter? Wer ist das, Alter? Leute, habt ihr gesehen, wie groß er ist? Der ist ja wie ein Berg. Oh, Leute, wir werden es nicht genug finden. Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir noch mehr verrückte Videos über Nannys drehen können. Leute, lasst uns eine Challenge für 1.000 Euro machen. 1.000 Euro. Welche Challenge das? Wir haben einen riesigen Babysitter. Ja, Dämon, definitiv, Alter. Wer ihn zuerst ärgert und aus dem Haus läuft, gewinnt 1.000 Euro. Seid ihr dabei, oder was? Ja. Oh, gute Idee. Ja. Wir müssen einen Streich spielen und ich habe eine gute Idee. Komm schon, Dimon, was ist deine Idee, Alter? Erzähl mal. Ja, jetzt wird sich unser Kindermädchen waschen gehen und sein weißes T-Shirt in die Waschmaschine werfen, um es wieder sauber zu machen. Und schaut, was ich machen werde. Schaut her.
schaffst das, Manolis. Du schaffst das. Wenn denn nur keine Kakerlaken werden. Ich habe so große Angst vor ihnen. Jetzt wird unser Kindermädchen sich waschen gehen und dann weißes T-Shirt in die Waschmaschine werfen. Und ich gieße hier rosa Klarspüler rein. Und da er ein weißes T-Shirt trägt, wird es dann rosa sein. Also schaut her. Großartig, Leute, wir haben es reingegossen, also schließen wir es und jetzt werde ich mich verstecken. Wir werden so lachen mit euch. Also bald kommt das Kindermädchen rein zum Waschen, weil er total dreckig ist. Und sobald er badet, habe ich eine Überraschung für ihn vorbereitet. In der Zwischenzeit verstecke ich mich. Alles klar, das wird richtig lustig. Hier einfach nicht rein. Ich nehme diesen Stuhl und setz mich hin. Wenn er mich nur nicht gesehen hätte. Also Leute, während er sich wäscht, ja, da wird es Zeit für einen neuen Streich, okay? Ich habe Shampoo hier und ich werde es ihm die ganze Zeit über den Kopf gießen, okay? Und er wird denken, dass das Shampoo auf seinem Kopf nie aufhört, okay? Das wird richtig lustig, Leute. Was noch? Was ist denn los? Was ist denn das? Warum? Also, unsere kleine Nanny wäscht sich gerade und bald wird sie ein Handtuch brauchen. Und hier haben wir noch einen Streich, Leute. Hier habe ich etwas Farbe und ich werde es jetzt direkt auf Handtuch schmieren. Also schaut her, direkt aufs Handtuch. Großartig, Leute. Ich habe die ganze Farbe da reingedrückt. So, jetzt falte ich das Handtuch und lege es zurück ins Badezimmer. Los, lasst uns gehen, Leute. Sehr gut, aber bloß nicht laut sein. So, wir legen es hier ab und jetzt gehen wir ganz leise. A few inches later. Oh, war gut. Was? Was ist das? Oh, ich bin blau. Sieht aus wie ein Avatar. Ich wollte immer ein Avatar sein. Okay, schau mir mal, schau mir mal. Schau mal, wie mir ähnlich sieht. Sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut. Ein toller Streich. Hat mir echt gefallen. Was, toller Streich? Hat es ihm etwas gefallen? Ja, das hat er gesagt. Lass mal sehen, was da passiert, wenn er sein rosa T-Shirt sehen wird. Oh, was? Rosa? Ja, ich mag rosa. Gute Farbe. Dämon, er wurde auch danach nicht wütend. Ich weiß das. Wir müssen uns dringend etwas einfallen lassen. Etwas Härteres. Finden wir es heraus, Alter. One hour later. Also, Leute, wir müssen uns irgendwas einfallen, um dieses Kindermädchen verrückt zu machen. Oh, mir fällt einfach nichts ein, Alter. Oh, der Babysitter! So, es ist Zeit, trainieren zu gehen. Wow. Haben Sie die Hände gesehen? Ich werde mich fertig machen und dann geht's los. Leute, ich denke, jetzt ist der perfekte Moment gekommen, um ihn einen Streich zu spielen, Alter. Oh, Leute, ich hab ne Idee. Was hast du denn Idee? Was ist deine Idee? Komm mal mit. Los Komm, geht's. Los. Wow, schaut mal, Leute. Dieser Mann, er ist einfach 2 Meter. Und schaut dir seine Schuhe an, welche er trägt im Vergleich zu meinem, Alter. Leute, zieht euch mal diesen großen Unterschied rein, Alter. Schaut euch das an, die sind riesig. Ist schon okay, Dämon, Alter. Dieser Mann ist mehr als 2 Meter groß, Alter. 2 Meter. Okay, Leute, genug geredet. Es wird Zeit für einen guten Prank. Ja, komm. Lass uns mal das Öl hier verschütten. Oh, das sieht, du bist einfach großartig. Lass ihn gehen, Alter. Lass ihn noch einen Streich los, bekommen. Los. Super, Alter, jetzt geht er runter. Mal sehen, was passiert, Alter. Das wird richtig geil. Bravo, Odyssey. Oh, es ist Zeit zum Trainieren. Ja. Oh, mein Rücken. Aber mir geht schon wieder besser. Ich verstehe. Er ist voll seltsam, Alter. Wieso ist er nicht böse auf uns? Ich bin erst das Daddy, Alter. Lerne von mir, Alter. Schau und lerne, Alter.
Was ist denn das für eine Technik, hä? Welche Art von Technik, hä? Schau dir mal meinen Bizeps an, Alter. Leute, ich habe hier Sekundenkleber. Schau, welche Übung ich mir ausgedacht habe. Lass es, Ben. Ich werde es dir beibringen. Ich bin fertig, das ist super. Leute, schaut, was ich hier vorbereitet habe. Also, komm her. Los, ich gieße die Schokoladenpaste auf das Tablett hier, damit er aufsteht und hinfällt, direkt mit dem Gesicht in das Tablett fliegt und wird dreckig werden. Gut, Leute, das wird voll lustig werden. Und Leute, wenn euch unser kleines Witzchen gefallen, abonniert uns unbedingt, damit ihr sie immer als Erste sieht. Fertig. Was ist passiert? Was, Kleber? Was? Ich mag Nutella. Was? Er wurde überhaupt nicht wütend, Alter. Wie ist das möglich, Alter? Wir machen echt irgendwas falsch. Zeit fürs Mittagessen, Leute. Kommt, ich koche euch was. Aber zuerst muss ich mich waschen. Later. Wie das lecker riecht. Also Leute, während der kocht, sollten wir uns einen Streich einfallen lassen, aber einen richtigen, okay? Ich stimme dir vollkommen zu. Wir müssen versuchen, ihn zu verärgern. Ha, ich hab ne Idee. Wow, hier, Dimon, nimm es. Ja, oh, danke. Oh, danke. Bitte. Tut mir leid, werden wir denn gar nichts trinken? Ja, genau, Leute. Ich komm gleich wieder. Schaut mal, was ich gleich machen werde. Nun zeig mir, was du kannst, Alter. Wir wissen es nicht. Schaut mal, das werde ich in seine Nudeln tropfen. Wir brauchen wirklich nur 3 Tropfen und dann wird er sofort aufs Klo rennen. Klein oder groß, hä? Na, ganz schön groß. Also, 3 Tropfen. 1, 2, 3. Ist es mir egal. Einfach alles ausschütten. Setz dich, ich komm schon. Und ich habe eine Idee, Jungs. Ich werde es auf einen Stuhl schmieren, damit er kleben bleibt, okay? Hier wird er sitzen bleiben, Alter. Gut, alles fertig. Los, schnell hinsetzen, Alter. Und ich habe eine Idee. Ich werde kochen gehen. Wo ist Dimon? Dimon ging raus, oder? Odysseus? Ja. Okay, guten Appetit. Danke. Also Leute, wir machen jetzt den verrückten und kniffligsten Streich der ganzen Welt, Alter. Schaut mal, was ich machen werde. Also so, das jetzt, aber so, sehr gut. Und hier noch ein bisschen. Also Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich hier alle Löcher versiegelt, nur nicht durch Wasser abfließen kann. Sehr bald werde ich erklären, warum. Zuerst wisst ihr, dass das Kindermädchen auf die Toilette gehen wird, also passt auf. Alles gut, ich bin zurück, Leute. Guten Appetit euch. Guten Appetit. Was ist los? Was ist los? Mein Bauch. Alter! Was ist los? Leute! Was? Großartig! Okay, und ich werde nach unten gehen. Also Leute, es ist soweit. Wie ihr euch erinnert, ich habe alle Löcher geschlossen, aus denen Wasser durchkommt. Und jetzt schließe ich hier die Toilette. Und oben, wo jetzt das Kindermädchen ist, wird es eine ganze Fontäne von Kacke geben. Also schaut her, Leute. 1, 2, 3. Los. Was ist los? Was ist in diesem Haus los? Ich kann nicht mal auf Toilette gehen. A few moments later. Leute, jetzt schaut der Fern, Alter. Und ich hab hier so eine große Spinne, Alter. Richtig geil. Und ich hab so eine Kakerlake. Und ich, Leute, ich habe eine echte lebende Maus. Leute, jetzt bin ich an der Reihe. Maus! Maus!
Wo ist die Pantoffel? Wo ist die Pantoffel? Ich kündige, was für ein dummes Haus. Ich gebe aus. Es ist vorbei. Alles vorbei. Ich gehe weg. Der einzige Grund, warum ich hier war, weil ich mich mit Rafario gewettet habe. Um 1000 Euro, dass ich hier eine Woche überstehe. Aber ich kann nicht. Nicht für 10.000. Nicht für 1 Million. Ich gehe weg. Es reicht. Heute ist Halloween und ich habe mir die verrücktesten Streiche für Dimon ausgedacht. Los geht's. Leute, wie ihr sehen könnt, schläft Dimon. Ich habe einen Luftballon, Leute. Und jetzt setze ich eine Maske drauf und schau mal, was ich jetzt machen werde. Shh. Hey Leute, schau mal, was ich hab. Ich hab noch eine Überraschung für euch. Schaut mal. Und jetzt streiche ich die Türklinke. Schaut mal. Toll, großartig. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Oh, Leute, sein Wecker. Dimon wird bald aufwachen, Leute. Was ist passiert? Was ist das? Was soll das denn? Stas! komm, weiter, komm. Los geht's. Ja. Oh, Dimon, wie geht's, Alter? Was meinst du mit wie geht's? Willst du mich auf den Arm nehmen? Haha, mach dir nichts drauf. Dimon, gehst du dein Gesicht waschen oder soll ich gehen? Ich geh mich waschen, Alter. Haha, ja, geh dich waschen. Will er einen Krieg? Du kriegst einen echten Scheiß-Krieg, Stas. Schaut, was ich tun werde. Ich bereite das Handtuch von Stas aus und nehme jetzt rote Farbe. Ich nehme nun die Farbe und schütte sie auf meine Hände aus. See you! Leute, das sieht voll blutig aus, Alter. Das wird richtig lustig werden. So, toll. Jetzt hänge ich es wieder auf, aber nur auf der anderen Seite, damit es nicht sehen wird. Und jetzt lasse ich Stas in die Dusche gehen. Stas, geh. Das Badezimmer ist endlich frei, Mann. Ah, na endlich. Ich gehe mich endlich duschen. Yeah, geh nur. Oh, wie schön. Oh. Oh, was hat Dimon getan? Pfui! Schaut mal, was für einen netten und einfachen Streich ich jetzt mache. Ich bestreiche den Boden des Wasserhahns mit Farbe. Super. Und ich werde jetzt alles abwischen, damit Dimon nichts versteht. Okay, los geht's. Dimon, ich hasse dich. Ich hasse dich auch, Alter. Das! Na, Dimon? Du hast dich schon gewaschen, stimmt's? Ich habe gegessen, also will ich meine Zähne putzen gehen. Ist okay? Ja, Dimon, es ist frei. Frei los! Okay, ich gehe jetzt. So, Leute, ich werde jetzt auch meine Zähnchen putzen, okay? Ja, Leute, ich sollte meine Zahnbürste anfeuchten, damit sie weicher wird als mit Wasser. Oh, Igitt! Was ist das nur? Ich glaube, Stas hat mir wieder einen Streich gespielt. Jetzt hat er es aber geschafft. Jetzt bin ich richtig wütend. Sehr clever, Stas. Bravo, du bist so klug. Ja, Dimon. Ich habe IQ von 20. Ja, komm schon. Schaut mal, Leute. Stas, meinst du das ernst? Was ist hier los? Ich hab dich wieder erwischt, Dimon. Lass uns einen Horrorfilm sehen. Okay, Stas, ich bin dafür. Warte nur, ich bring dir etwas Leckeres mit. Leute, ich habe hier 2 Törtchen. Ich habe auch Zahnpasta und etwas Streusel, damit ich alles zumachen werde damit. Also, schaut, was ich für eine geile Überraschung für Stas machen werde. Ich schmiere etwas Zahnpasta auf das Törtchen, damit es wie ein kleiner Kuchen aussieht, Leute. Jetzt dekoriere ich es mit den Streuseln, damit es noch viel, viel schöner wird.
Ach toll, Leute, jetzt sind unsere kleinen geilen Muffins fertig. Stars, ich hab ein Leckerli für dich. Oh, Dimon, ich danke dir sehr. Sie sehen so lecker aus. Komm schon, mach mal einen Film mal. Hör endlich auf zu spielen, Mann. Warte, Dimon, ich will sie zuerst probieren. Das ist für dich, du Trottel. Leg dich doch nicht mit Demon Danger an. Leute, ich hab hier Popcorn. Ich füge Tabasco zu Demons Popcorn hinzu. Ich schüttel es überall hin. Leute, schaut mal. Ich gebe so viel, 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 ja? Ja, ja. Leute, und ihr meldet euch an, um an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Wir verlosen 5 PlayStation 5 für euch. Meldet euch an und ich bringe das zu Demon. Haha. Hier, Demon, das für dich. Vielen Dank. Das ist ein Scherz, Bruder. Was ist das für ein Streich? Du bist der allerschlechteste Bruder auf der ganzen Welt. Ja, Dimon, ich mag dich auch, Bruder. Oh, da ist jemand. Jemand will einen Scherz machen oder vielleicht ein Leckerbisschen bekommen. Ja, ist das. Aber erinnerst du dich noch, was letztes Jahr passiert ist? Ja, ich erinnere mich daran sehr gut. Was kann ich euch geben? Wie ist das möglich? Und was wirst du jetzt tun, Stars? Also, Dimon, ich habe eine Überraschung vorbereitet. Sag mir, ich verstehe nur eins nicht. Warum hast du so einen schönen Schubberschubs für den Räuber vorbereitet? Dimon, das sind besondere Lutscher für dich. Um sie vorzubereiten, diese Chupa-Chups nehmen wir vor allem Rosenkohl, stecken einen Spieß hinein, so geht das, und tauchen das Ganze in Nutella. Jetzt streuen wir noch Streusel darüber und fertig! Bravo, Stas, du bist so unglaublich klug, Alter! Ja, Dimon. Oh, jemand hat wieder geklingelt. Ja, geh! Ja. Geh! Guten Abend. Dieses Jahr etwas Besonderes. Guten Appetit, mein Freund! Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt den Chupa Chups genießt. Okay, Stas, heute war ein guter Tag. Jetzt muss ich mich aber für deinen Schlaf vorbereiten, mein Schönheitsschlaf. Bis später, Dimon. Gute Nacht, mein Bruder. Bis später. Okay. Ah, nichts ist passiert, Leute. Und hier? Schauen wir mal. Ah, auch nichts. Alles in Ordnung. Ja, okay, wenn hier nichts ist, dann kann ich ja ganz in Ruhe duschen gehen. Ich denke, es ist alles okay mit ihm. Was ist das? Man nimmt das hier, schraubt es ab und füllt es mit roter Farbe. Alles ist bereit. Bereit. Daddy Stars, lass uns lesen. Wir müssen das Licht anmachen. Leute, ich habe hier etwas Klebstoff und so eine Späne. Und jetzt spiele ich das einen voll verrückten Streich. Er wird sich voll ins Höschen machen, Leute. Also, ich nehme das Ding jetzt hier ab, klebe den Kleber hier ran, dann nehme ich die Spinne und haue sie darauf. Okay, und jetzt packen wir das wieder alles zurück. So, und kaum wird das Licht anmachen, erscheint eine Spinne, Leute! Da ist eine riesige Spinne! Hey, Stas, hast du wirklich geglaubt, dass es eine echte Spinne ist? Was? Wirklich? Du Schummler! Hey, komm, beruhig dich mal. Komm, ich geh schon. Alles cool, Mann. Okay, Dimon, okay. Stas. Oh, weg. Oh.